Natürlich ist der Gurt bei dem Unfall nicht gerissen. Wir wollten euch heute in dieses Video reinholen, weil es durchaus wichtig ist, nach einem größeren Unfall den Sicherheitsgurt zu wechseln. Das vergessen viele Werkstätten. Ich habe schon ein paar Mal gehört, Unfallreparatur, also im Pkw-Bereich, denn im Leichtkraftfahrzeugbereich hat man nicht so dolle Unfallschäden, also nicht mit den Geschwindigkeiten, dass der Gurt vielleicht direkt kaputt geht. Aber empfehlenswert ist es, nach jedem größeren Unfall den Gurt auszutauschen. Auf jeden Fall, wenn er benutzt wurde, ne? Richtig. Wir hatten schon mal, wo wir noch mit PKWs mehr gehandelt haben, hatten wir einen Gebrauchtwagen, wo der Gurt dann, der ist schlecht eingerollt oder ist dann immer hängen geblieben. Das sind so die Anzeichen dafür, dass er vielleicht einmal bei einem Unfall zu viel Zug gekriegt hat und dann funktioniert das Ganze nicht mehr so. Und man will ja auch, wenn das Auto dann repariert ist, genauso dann sicher dann gehalten werden, wenn man nochmal einen Unfall hat. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Wie gesagt, wir wollten euch hier reinholen, weil ihr könnt ab sofort bei uns eure eigenen Sicherheitsgurte ordern. Oder wenn ihr ein Fahrzeug bestellt, einen Neuwagen, könnt ihr bestimmen, wie euer Sicherheitsgurt aussieht. Das heißt, ihr braucht nicht mehr den roten GTI kaufen mit den blauen Gurten. Das war immer so das häufigst genannte Thema. Viele wollten den roten GTI kaufen, fanden das aber dann doof, dass dann blaue Gurte drin waren, weil es ja nicht harmonieren würde. Jetzt kann man rote Gurte bestellen. Kann man rote bestellen. Oder ihr könnt ausgefallene Farben ausprobieren. Das Ganze kostet aktuell, wenn man ein Fahrzeug neu bei uns bestellt und sofort diese Gurte mitbestellt, nach Wunsch, ja, circa 350 Euro inklusive Steuer und Montage, also dass das natürlich dann auch schon eingebaut ist. Wenn ihr schon einen Aixam habt oder einen Casalini oder einen Ligier oder einen Microcar oder wie heißt dieses andere Teil nochmal? Châtenay, natürlich. Oder auch alle anderen, die zugucken, die im normalen Pkw-Sektor irgendwie unterwegs sind, können bei uns Sicherheitsgurte bestellen. In der Wunschfarbe. Das Ganze geht dann ganz einfach. Ihr schickt uns eine E-Mail wie bei allen Produkten, die ihr bei uns bestellen könnt. Wenn es jetzt einfarbige Gurte sind, also so einfache, ausgefallene Sachen. Pink, Rot, Violett, Blau, Weiß, Lila. Also alle Farben, die ihr euch vorstellen könnt, sind möglich. Dann geht das ganz einfach, Fahrzeugdaten schicken. Ihr bekommt dann, wie gesagt, ein Angebot, müsst bezahlen und dann kriegt ihr das zugeschickt. Wir haben uns dann überlegt, was macht ihr dann mit den alten verbauten Gurten? Da gibt es ein Pfandsystem. Wenn ihr die dann im Nachgang zu uns zurückschickt, dann kriegt ihr da dann rückerstattet für eure alten Gurte. Jetzt lange genug gesammelt, jetzt zeigen wir euch ein Beispiel bei einem E-Crossover Premium. Da hat sich Alex wieder eine Farbe ausgesucht und ich habe dann den Karton aufgemacht und habe gedacht, hey, das kann doch nicht gut aussehen, aber es ist schon wieder so hässlich, dass es vielleicht doch cool ist. Also, hier haben wir schöne Türkise. Ich finde, das passt super zu der Farbe. Geil, ne? Auto. Das ist von der Qualität her wie ein richtiger Sicherheitsgurt, ne? Ja. Also man sieht keinen Unterschied, finde ich. Natürlich mit E-Prüfzeichen, alles zugelassen und dementsprechend dann auch nicht eintragungspflichtig. Einbauen, los. Natürlich solltet ihr die schon, wenn ihr das selber einbaut, vernünftig einbauen, weil es bringt nichts, wenn ihr die Schraube schief ansetzt oder nur halb reindreht. Und wenn es dann knallt, dann fliegt das alles raus. Also da muss schon ein bisschen Menschenverstand hinter sein, dass es dann auch im Falle des Falles auch den Zweck erfüllt und nicht nur den optischen Aspekt erfüllt. Ne? Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ne? Was bringt das, wenn ich einen schönen Sicherheitsgurt habe, aber wenn ich ihn brauche, dann klappt das irgendwie nicht. Ne? Ist dann irgendwie doof. Das wäre doof, ja. Ich steck's mal ein. Ausgepackt hat mir das nicht gefallen, ehrlich gesagt. Jetzt mintgrün. Ja, so türkis, ne? Ja. Wir werden auch noch mal ein separates Video machen. Wir werden so ein fettes Musterteil kriegen, wo man alle Gurte so sich so angucken kann live. Und dann habt ihr es auch einfacher, wenn ihr hier bei uns seid und bestellt euch ein Fahrzeug. Dann könnt ihr da so durchblättern und euch den Sicherheitsgurt dann passend fürs Auto aussuchen. Okay, ja. Sonst noch was? Ach ja, wir stehen hier gerade an einem Elektrofahrzeug. E-Crossover Premium. Meiner Meinung nach einer der besseren Elektrofahrzeuge von Aixam, denn ich habe den großen Akku drin, ich habe eine viel größere Reichweite bis zu 120 Kilometer. Haben ja auch schon in den letzten Videos viele Leute so böse Kommentare geschrieben. Ne? Letztens habt ihr noch gesagt 80 Kilometer Reichweite, dann habt ihr gesagt 100 Kilometer Reichweite, jetzt sprecht ihr von 120 Kilometer Reichweite. Ja, wisst ihr, woran das liegt? Es sind unterschiedliche Akkus. Wenn man das kleinste Modell von Aixam als Elektrofahrzeug nimmt, das ist der E-City Sport. Hat den kleinsten Akku, Reichweite live getestet. Ich in Kroatien habe das Teil mitgehabt im Urlaub. Realistisch 70, 75 Kilometer ist der Akku leer, bei guten Bedingungen. So, wenn man sich dann einen E-Coupé nimmt, ist das schon wieder gesteigert. Also beim E-Coupé kommt ihr bis zu 100 Kilometer. Und wenn ihr einen E-Crossover nimmt, dann kommt man bis zu 120 Kilometer, weil der noch einen größeren Akku hat. Wer dann auch ein bisschen pfiffig ist und noch ein bisschen Geld vom Staat kassieren will, der abonniert natürlich diesen Kanal, denn wir werden in der nächsten Zeit noch ein Video machen, wie es mit der THG-Prämie funktioniert.
Ja, man muss das Fahrzeug dann freiwillig zulassen, ist dann weiterhin steuerfrei, TÜV-frei und man bekommt noch einen kleinen Obolus von Staat. Ein Haken hat die ganze Geschichte. Mit 15 Jahren kann man das dann nicht mehr so wirklich fahren, aber alle ab 16 ist es dann möglich. Es hat was mit der freiwilligen Zulassung zu tun. Wie das Ganze dann funktioniert, kommt dann auch im separaten Video. Deswegen fleißig abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.